Schnibbeli, Schnapp und Hallo, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15 im Karrieremodus mit mir, dem FKara, auf Legende und dem 1. FC Kaiserslautern am Mittwoch. Yeah. Und jetzt gucke ich mir ganz kurz mal an. Gestern, beziehungsweise heute am Dienstag, ich nehme am Dienstag auf, wurde mir ja ein Spieler nochmal gepostet von Ujinice aus Frankreich. OGC Nice, der Name dieses Manns ist Amavi, Linksverteidiger. Ich guck gerade nach links, sorry dafür. Hab heute sehr viel aufgenommen und muss heute noch weiter aufnehmen, denn Witcher läuft momentan bei uns. Bisschen Geld konnten wir einnehmen, 3 Millionen haben wir. Ich habe mich vertan. Wir haben kein Internet, ja. Also schon, aber ich lade gerade parallel hoch und anscheinend kriege ich auch keine Verbindung zum PSN. Ich habe es schon jetzt 1000 Mal versucht. Ist egal. Ist egal. Ligue 1. Wo bist du denn? Ligue 1. Ligue 1. Ligue 1. Ligue 1. Da. Ligue 1. Und jetzt nichts. Ach Gott. Shit, ey. War so gewollt. Ach, die Musik wieder im Hintergrund. Richtig angenehm. Nizza. OG. Dama. Dama. Suche starten. Da ist der Amavi. Wir wissen halt nicht, was er kann. Dementsprechend so ein Risikotransfer mache ich natürlich nicht. Kalender ist direkt danach. Hertha ist dann dran. Dienstag und dann knappe 5 Tage frei bis zur Hertha. Heute gegen Hamburg könnte das Pokal aus passieren. Hamburg ist kein schlechter Verein. Wir natürlich unser Bestes geben. Ja, müssen wir ja auch. Stuhl erstmal hier zurechtrücken. Moment. So. Ich bin noch nicht fertig mit meiner PC-Umbaute. Ja, das braucht euch gar nicht zu jucken, weil ich eh auf der PS4 aufnehme. Dementsprechend wird sich daran nichts ändern von der Qualität her. Weil ich will keine Schleichwerbung für das Gerät machen, was ich benutze. Ist ein gutes auf jeden Fall und damit kann ich nur in 30 Frames, also 30 Bilder pro Sekunde aufnehmen. Ist auch eins der beliebtesten Geräte dafür, für diese Aufnahmen und ist von den meisten wirklich hart benutzt. Ja, das ist wirklich ernsthaft wahr. Ben Idia, der ist momentan absolut unterirdisch, aber Kim Jong-won ist nicht besser. Hector Bellerin, im letzten Spiel haben wir ja so unglaublich gespielt. Sowohl vorne als auch hinten. Daniel Geier gönnt sich jetzt mal eine Pause. Der hat richtig gut gespielt. War super, Jung. Super war es. Dementsprechend kannst du auch mal jetzt pausieren. Elia kann mit. Elia kann mit für Lukas. Das wäre doch mal ein Spieler, den wir dann noch ins offensive Mittelfeld packen können. Der ist nämlich nicht so langsam, wie man glaubt. Okay, Finn haben wir auch noch. Der übernimmt für Paco. Paco ist nämlich richtig müde. So. Die Aufstellung heute, ach Jesus muss noch raus, ja Jesus, da kommt Vergara rein. So viel schlechter kann er nun auch nicht spielen im Endeffekt. So, der Rest ist fast erledigt, Moreira natürlich noch. Fahndrich als Kapitän, okay, das ist mir neu. Zela, Lim und Gatsev zusammen, das ist interessant. Der eine schnell, der andere relativ langsam. Der eine defensiv besser, der andere offensiv. Ja, Zedalim ist eigentlich offensiv besser, meiner Meinung nach. Eigentlich schon, ja. Wir springen rein in die Partie. So, der 1. FC Kaiserslautern empfängt den Hamburger Sportverein im Pokal-Halbfinale. Nee, Viertelfinale. Im Pokal-Viertelfinale natürlich. Oh, Hannover. Bayard Köln ist am Derby-Time. In der Bay-Arena. Wir hier mit gestandenen Stars, ja Mitrovic an der Stelle.
Er kommt nicht mehr zu vielen Einsätzen momentan, weil die Champions League ja momentan nicht mehr stattfindet. Momentan. Bloß nicht viele Wörter benutzen. Hier in Hamburger Sportverein wird es nicht leicht. Wir mit unseren Leuten, die wir hier wunderschön zu sehen bekommen. Mitrovic von Anfang an mit Clemens. Nagasawa und Roberts kommen dahinter. Gatsev, Cederlin bilden die Sechser. Löwe Vergara, Ben Idia und Hector Bellerin auf den Verteidigungspositionen. Und Morera im Kasten. Die Hamburger Elf interessiert mich nicht so sehr. Wir sind ja momentan in der Krise wieder. Also haben ja jetzt richtig, Anführungszeichen, versiebelt. Ja, können aus eigener Kraft nicht mehr in der ersten Bundesliga bleiben. Fahndrich direkt mal stark, setzt direkt mal ein Zeichen hier. Pokal hat seine eigenen Regeln, deswegen müssen wir aufpassen. Löwe. Nagasawa. Löwe. Spielen erstmal langsam. Ja, da war gerade wenig zu machen. Mitrovic ist einfach nicht mehr aufgestanden. Das Weichei, ey. Natürlich tut so eine Attacke dann weh, aber du musst natürlich auch mal zwischenzeitlich dann wieder aufstehen. Ich meine, du kannst da nicht die ganze Zeit den Boden begutachten, weil der so hübsch ist. Ja, der Rasen in unserem Stadion. Ja, dann schon mal wieder ganz gut, wenn du dann wieder am Spiel teilnehmen könntest. Wunderschön gemacht. Das Stadion geht schon mal gut mit. Gute Grätsche auf Nagasawa. Gut den Ball abgegrätscht. Nagasawa. Der holt sich den Ball. Nice. Schön gemacht. Naja. Er wäre fast drin gewesen. Was macht Vergara da? Kein guter Zweikampf gegen Pierre-Michel Lasogga, der hier eine Ecke sehen wollte und die nicht bekommt. Dafür gibt es hinten übrigens noch Gelb. Lol, Heiko Westermann bekommt Gelb, nicht wir. Das ist interessant. Ich dachte, wir bekommen Gelbe. Roberts mit seinem ersten Tor für den 1. FC Kaiserslautern! Geben wir den Jungen nicht auf! Zack, da ziehe ich da in und dann in die Torwart-Ecke. Den muss er natürlich haben. Ist uns egal! Der war super haltbar hier. Der ist richtig gut haltbar. Der Torhüter kippt einfach nur um. Wenn der Torwart nichts macht. Den momentan absolut außer Form spielenden Patrick Roberts ist es total egal. 1:0. Kaiserslautern. Ich habe auch nicht vorgehabt, den zu verkaufen. Noch nicht. Ist immer noch jung, aber der muss auch mal ein bisschen punkten jetzt. Wobei, er hat ja noch keine richtig starke Saison gespielt. Aber der geht natürlich geschwindigkeitsmäßig sehr hohes Tempo. Schöner Pass. Hector Bellerin. Ben Idia. Vergara. Gatsev. Schön. Jetzt kontern. Ja. Ja, da kann aber Mitrovic relativ wenig für. Es war ja Gatsev ganz alleine, der es da nicht gut macht. Viel Rumgepasse. Wir stehen den Leuten aber auf dem Fuß. Vergara ist da mit dem Fuß zwischen. Wenn wir gerade schon davon reden. Fahndrich als Kapitän. Ja, das ist auch mal was Neues.
Moreira, der kann so einen Abwurf. Aber auch richtig stark. Nagasawa. Und Fahndrich. Das war Zilalim. Er wird wahrscheinlich jetzt ausgewechselt werden müssen von uns. Das habe ich schon gesehen. Mist. Hoffen wir natürlich, dass er wieder aufsteht. Fehlt jetzt hinten in der Defensive. Vergara, starke Grätsche. Starke Grätsche. Fahndrich da. Pierre-Michel Azoga. Die schmeißen sich zusammen in den Zweikampf rein. Moreira ganz, ganz stark. Moreira zum zweiten immer noch ganz, ganz stark. Hector Bellerin. Gatzef! Fahndrich! Das war cool. Moreira hinten natürlich zwei Glanzparaden gemacht. Ben Idia. Abseits. Aber der gewinnt doch nie die Kopfbälle. Die ist so kopfballschwach. Unglaublich. War ja schon im Dortmund-Spiel für den Bolzen schlechthin zuständig. Nagasawa gegen alle. Kein Platz gehabt. Auf der linken Seite blüht er übrigens sehr. Weil er mit seinem starken Fuß nach innen ziehen kann. Ben Idia, oh, jetzt hat er mal ein Kopfballduell gewonnen. Ich fasse es nicht. Gatzef, der macht natürlich direkt mal Tempo mit Ball. Elfmeter! Ja, Elfmeter! Gatzef geht super rein und das gibt auch Rot. Man sieht es oben schon. Heiko Westermann, Rot. Gelb-Rot. Gatzef super gemacht. Er geht hier super rein. Hier zack. Da mit dem Fuß. Klatsch. Standbein weggehauen. Das ist die gelb-rote Karte. Mitrovic mit der Chance aufs 2:0. Leute, Leute, Leute. Mit einer roten Karte. Wir haben aber auch schon mal gezeigt, dass auch wenn der Gegner rot hat, wir das Spiel nicht dominieren können. Momentan aber ganz okay. Mitrovic. Zeig uns ein Tor. Der ist drin, Mitrovic! Wichtig! 2:0. Und in Überzahl. Und Halbzeit jetzt. Ich will noch nicht sagen, dass der Drops gelutscht ist, weil wir haben ja hinten natürlich auch die Chance, ein paar Fehler zu machen. Aber jetzt haben wir die jungen Wilden noch auf der Bank und die will ich auch gleich einsetzen. Ich werde nämlich gleich den jungen Elia reinholen, der auch im defensiven Mittelfeld agieren kann. Für den jetzt angeschlagenen Zilalim lassen wir den Jungen die Chance heute in der Partie. Zweites Tor im DFB-Pokal, stark. Zilalim ist immer noch angeschlagen, habe ich ja gesagt. Halbzeit 2:0 und rote Karte. Gatzef super mit Mitrovic da zusammengespielt. Dann geht er rein, hat sich richtig gelohnt. Gatzef heute auf den Platz zu bringen. Lautern in Form, wie es zu erwarten war. Wunderschön. Patrick Roberts vor allen Dingen, für den wo ich mich richtig, richtig, richtig übel. Der hat das einfach nötig gehabt, das Tor. Auf den anderen Plätzen führt Greuther führt gegen Wolfsburg. Okay. Patrick Roberts, super Partie.
Celalim ist natürlich jetzt hart erwischt worden. Da kommt dann Azoge rein. Azoge zuerst und dann für Fahndrich kommt Ilia rein. Auswechslung. Celalim drin in der... Celalim geht raus. Schöner Pass auf Löwe. Wir haben natürlich jetzt... Ja, Löwe, warum laufe ich auch mit dem so lange? Mit dem Ball mit. Ganz, ganz stark. Der Bellerin ist ja auch momentan immer stärker werdend bei uns. Holt auch den Einwurf. Guter Spieler momentan. Richtig guter Spieler. Oh, Mitrovic. Immer. Stellungsspiel. Das kann er nicht gut. Er spielt heute eine richtig gute Partie. Azoge jetzt am Ball. Azoge über Gatsev. Der will auch wieder mit Tempo rein. Wird geschubst, Ball ist weg. Oh, da war Hector Bellerin technisch eine Wurst, gerade voll verkackt. Ilia kommt rein. Das war nicht gut. Das weiß er selbst, dass er das gar nicht gut gemacht hat. Ilia ist jetzt drin. Der war ja gar nichts. Da ist übrigens Patrick Roberts. Wunderschön rübergelegt auf Gatsev. Egal, Azoga hat ihn schon wieder. Löwe. Kann natürlich ein bisschen Tempo jetzt gehen. Immer noch Löwe. Gatsev! Schießt den Torhüter direkt an. Da ist Gatsev wieder. Natürlich ist er jetzt überall am Ball. Wunderschön rausgelegt auf Löwe. Ilia! Pfosten! Nicht schlecht! Der junge Mann ist ja fast schon das erste Mal torerfolgreich in seiner ersten Partie für uns. Der Pass, der war gar nichts. Da ist Ilia mit dem Ballgewinn und dem Ballverlust. Das war nicht gut. Zu lahmarschig. Da schubst du ihn einfach ins Aus und wir wechseln nochmal. Patrick Roberts sieht richtig müde aus. Super Partie gespielt. Raus mit dir, Jung. Mitrovic. War natürlich eine böse Attacke gerade. Azoge. Nicht schlecht. Wieder schöner Pass. Ilia! Gott, wie der immer abgegrätscht wird. Der ist so leicht vom Ball zu trennen, der 16-Jährige. 17-Jährige.
Auch hier wieder viel zu leicht, es vom Ball zu trennen. Elia, super Ballannahme. Super Ballmitnahme. Und das 3:0. Mitrovic. Endlich mal kombinieren wir uns wieder schön durch. Über Elia. Nagasawa direkt und dann alles direkt gemacht. 3:0. Der Schuss war halt ganz schön lame, ist aber egal. Ist halt in die Richtung, mit der Torhüter nicht gerechnet hat. 3:0. Mitrovic Doppelpack. Jetzt hat er auch mal ein normales Tor geschossen in der Partie. Elia hat es eingeleitet, wunderschön dann auf Mitrovic. Beziehungsweise Nagasawa, das war gut hin und her geschoben, die Bälle. Hier ist auch nicht schlecht. Das hat er eben schon gezeigt, war schon eben zweimal richtig, richtig gut durch. Guter Konterfußballer, sehr stark in den Ball. Abnahm. Oh, Jansen, das war technisch gut. Wenn man da meckern möchte, dann muss man sich... Ja, das war blöd. Elias halt nicht gelaufen. Das war schon nicht so geil. Oh, das war ein Foul. Ist auch ein verdientes. Ben Idia, Hector Bellerin fehlt hinten. Ja, Mitrovic Technik. Das war halt gar nichts, ne, gerade. Der Ball zum Aus, Abpfiff. Korrekt, 3:0 gewinnt der 1. FC Kaiserslautern gegen den Hamburger Sportverein. Da ist Ilia gewesen. Wunderschöner Fußball, den man hier von unseren Jungs gesehen hat. Gut kombiniert, Roberts, Mitrovic und dann nochmal Mitrovic. Und Elia, der ist auf jeden Fall richtig schön schnell, gefällt mir richtig gut. Und antizipiert auf jeden Fall auch schon mal gut. Schön zu sehen, das war natürlich knapp. Eine richtig knappe Kiste. Haben wir Lasogga hier gelegt mit Vergara, der heute mal kein schlechtes Spiel gemacht hat. Und dann Roberts halt. Roberts, Roberts, Roberts. Und dann, ja, das war zu leicht, wie der dann reingegangen ist. Ich meine, wie er sich da durchdribbelt, das war schon stark, aber wie der dann reingegangen ist, das darf so nicht passieren. Hier noch eine gute Aktion, aber wir waren dann natürlich dann auch überall da. Haben dann hinterher ein bisschen was aufgemacht. Da kam dann auch Latte, Pfosten, 1, 2, 3 und so. Schöne Grätsche. Nur den Ball erwischt. Hier ging es halt los. Moreira mit Riesenparade Nummer 1. Und dann Glanzparade auch auf der gegenüberliegenden Seite. Das war auch Gatzev. Und hier wird Gatzev dann halt gelegt und das ist dann halt die gelb-rote Karte. Westermann schon vorher mit Gelb verwarnt worden. Hatte zwei einzige Attacken und die hat da beide nicht hingekriegt. Gegen, ich weiß gar nicht, wer das erste war. Und auf jeden Fall hier das 2:0 durch Alexander Mitrovic. Und dann natürlich Roberts wieder. Ja, trotzdem bin ich am Ball geblieben, bin dann auch noch den ganzen Weg weitergelaufen mit dem, der war heute stark. Hier, das war Elia, fast mit dem Treffer. Und dann ging es hier halt los, ne? Latte, da wurde es halt hibbelig. Dann hier wunderschön gemacht, rausgelegt. Es war ein Doppelpass zwischen Mitrovic und Nagasawa. Mitrovic auf Nagasawa. Nagasawa direkt zurück auf Mitrovic und dann war das 3:0. Hat war natürlich wunderschön gemacht. Gatzev und Asoge, super kombiniert. Zelalem, Roberts auch. Nagasawa, richtig geil. Auch wieder eine Torvorlage. Mitrovic hat ein Tor geschossen, waren allen drei Toren beteiligt. Richtig geil. Elia, der hat es auf jeden Fall gebracht, den reinzuwechseln. In seinem ersten Spiel eine 6,5. Ja, Gott, dafür zieht Wolfsburg die Hosen aus. Ja, das ist übel. Mit 2:0.
Ich glaube, das ist schon das zweite Mal in Folge, dass die so weit kommen im Pokal. So, Spieler verletzt. Wir wussten es. 3 Wochen fällt Zilalim aus wegen einer Verletzung am Knöchel. Das war zu erwarten. Patrick, das erste Mal, seitdem er bei uns ist, mit einem Formpfeil, der relativ gut aussieht. So, ach, was mach ich denn? Zilalim ist verletzt. Granell übernimmt. Granell Ngoye. Zilalim ist halt, wie gesagt, verletzt und dafür kommt dann halt Gatsev wieder mit. Ja, bitte. Muss halt. Die 3-wöchige Pause müssen wir halt mitleben. Spieler verletzt. Werden wir ja bald wieder umändern. Ja, wir können halt momentan nicht sehen, was der denn für einen Marktwert hat. Der gute Junge, den wir denn da haben wollen. Keine Nachrichten. Wir wissen halt nichts über den jungen Mann, den wir da gerade scouten. Das ist schon echt ärgerlich. Was ist er denn? Hammergeil. Gucken wir hier nochmal rein. Machen wir mal auf meine Wunschliste und eine Anfrage. Aber wie gesagt, es sieht eher schlecht aus, was das angeht. Wir können es hier gerade versuchen, aber wenn jetzt die Angaben zu hoch sind, würde sich auch nicht richtig lohnen dann. 1,3. Was kann der denn bitte? Das ist ja gar nichts wert. 300.000. 23 Jahre alt, der ist ja schlechter als Löwe dann. Den sollen wir uns holen. Der scheint ja nichts auf dem Kasten zu haben. Gegen unsere Leute. Das Spiel ist zu wertvoll für uns. Wir können halt gerade nicht sehen, was er denn für einen Wert hat. Das ist ganz interessant. Ja, Mavi, wissen wir leider seinen Wert nicht. 500.000, da hört es aber auch dann auf. Der hat doch keinen Marktwert von 1,3 Millionen. Wenn der einen Marktwert von 1,3 hat, ist das schon wenig. Wäre schon nix. Nee. Nee, den holen wir uns nicht. Weil wenn wir mal überlegen, was wir auf den Verteidigungspositionen haben, wir können es ja einfach mal zeigen, das rendiert sich auch nicht als Backup, weil allein Gaia ist jünger und wahrscheinlich deutlich besser, deutlich besser. Und was haben wir noch? Wir haben ja noch, ja natürlich Sanogo. Wir haben ja noch Löwe. Ja, Löwe, und der ist halt auch richtig gut, ne? Der hat auch schon selbst einen Marktwert von 3 Millionen. Das lohnt sich eigentlich nicht. Nee, das wäre dann verschwendetes Geld irgendwie. Weil einen richtigen Jugendspieler brauchen wir auch nicht. Und Backup haben wir auch. Sorry an der Stelle, aber der rendiert sich da einfach nicht. Der würde sowohl als auch nicht in der B11 starten. In der B11 wäre der dann Löwe-Backup. Das heißt, der wäre dann C-Spieler. Das ist sowas wie ein Spieler, den wir ja schon verkauft haben. Hier, Ostscholek haben wir ja verkauft. Ist in etwa dasselbe. Und ja, Julian Brandt, also der ist von Leverkusen nach Wolfsburg und von Wolfsburg jetzt nach Barca. Hauptsache Barca holt sich auch alles, ne? Gucken wir uns mal hier an. Ja, wo fängt's denn an? Erste FC Kaiserslautern, wir sind ganz oben. Wir haben 5 Millionen ausgegeben, knappe 6, haben aber auch 5 Millionen reingekriegt. 4 geholt, 3 gegangen. Und dann gehen wir hier auf Köln, gar nichts getan, Ferreira hat sich hier Mainz geholt, Bayer hat nichts gemacht, BVB auch nichts, Ostscholek von uns zu Gladbach, ne, das war der 3,2 Millionen Transfer. Hier ist Mora weggegangen für nichts, Rangel ist gekommen und Müller ist gegangen, Draxler ist gegangen, Hannover hat Scholloy, De Jong und Delors geholt für 12 Millionen, nicht schlecht. Brooks ist gegangen. Granell ist bei ihnen gegangen und halt zu uns gekommen. Für 2,3 Millionen. Scholloy ist gegangen für gar keine Ablöse. Das ist natürlich bitter. Bayer ist für 2,9 Millionen gegangen. Ilia und Brandt sind gegangen. Haben sie natürlich gut Geld mit den jungen Spielern gemacht. Und Milanov ist halt von uns zu Bremen gewechselt. Natürlich auch Transfers, ne? Man dann mal so machen kann. 250.000 ist da nichts. 57 Millionen, hat sich ja nichts getan. Wir haben uns halt um die Zukunft gekümmert, haben junge Leute rangezogen jetzt und halt unseren Jugend
Scout gemacht. Vergara ist geblieben, Morera ist geblieben. Böde empfängt seinen ehemaligen Mitstreiter. Ja, der sah ja beim letzten Spiel nicht sonderlich stark aus. Ich glaube, die Bayern haben nicht gewonnen, ne? Doch, 3-1. Ja gut, die bleiben dran. Paco Alcácer, 18 Tore, ne? Das ist schon eine klare Ansage. Gucken wir gerade mal. Oh ja, Granell hat sich verbessert. Sehr schön. War doch direkt nochmal rein. Ganz, ganz schnell in den Teambericht. Schön, dass Granell sich verbessert. Auch wenn er jetzt immer noch minus 1 haben wird. Aber egal. Ja, Hauptsache, er fängt wieder an zu pumpen. Patrick jetzt mit seiner besten Partie für uns. Mitrovic. Clemens Fahndrich leider nichts getan. Nahuel Leiva. Kazuki Nagasawa. Bongani Zungu. Kim Jong-won, Paco Alcácer, Mitchell Lia hat einen Punkt abgezogen bekommen. Interessant, jetzt ist der auf. Dafür ist Songu hochgekommen. Mitchell Lia auf 65 runtergegangen. Komisch. Dafür ist Songu hochgegangen. Und Cunningham ist hochgegangen. Plus 3 jetzt inzwischen. Das ist schon echt cool. Zähler Lim, der sich jetzt verletzt hat, was natürlich nicht gut ist. Hector Bellerin auf 72 verbessert. Jetzt ist er nur noch ein Punkt hinter Mattel. Und das mit 22 Jahren. Man hat sich drauf und dran dann doch irgendwann unsere Startelf zu rücken. Ballkontrolle läuft immer besser bei ihm. Das macht das sehr stark. Faire Zweikämpfe auch besser. Stärke auch besser. Er wird immer stärker. Gut für uns. Richtig gut, wenn dann so die B-Mannschaft auch langsam hinterhergezogen kommt. Wir gucken uns... Ach, ich hätte nach rechts drücken können. Wir spielen als nächstes gegen Hannover, denn Hannover gewinnt im Elfmeterschießen gegen die Bayern. Harter Tobak, Greuther führt Köln. Könnte im Finale stehen gegen Lautern oder Hannover. Das ist ja schon mal richtig lustig hier. An dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Das war FIFA 15 in Karrieremodus mit mir, dem Nefgara auf Legende und dem 1. FC Kaiserslautern gegen den Hamburger Sportverein. Und wir sehen uns morgen dann am Donnerstag wieder gegen Hertha BSC in der Bundesliga. Spieltag 22 steht an. Bis dann wünsche ich euch alles Gute, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.